Nein, 2 Euro. Du hast 2 Euro gesagt. Ja? Willst du die wirklich haben, Tilly, oder? Willst du uns da jetzt noch reingrätschen? Ja, auf jeden Fall. Du willst sie davon abbringen? Das ist von Stand hier. Kinder abzocken. 2 Euro, bitte. Hast du 2 Euro? Hast du 2 Euro? Das wird von deinem Taschengeld abgezogen, ne? Die 2 Euro. Okay, hast du verstanden. 2 Euro gibst du uns. Hier hast du die Didl-Sachen. Boah, sie hat uns das Didl-Zeug abgekauft. Aber was sie nämlich nicht wusste... Das sagen wir nicht, das sagen wir nicht. Im Video kommt das vor und dann wisst ihr auch, was hinter der ganzen Sache steckt. Da kommt die Auflösung. Vor jetzt 2 Wochen haben wir entschieden, unsere komplette Wohnung wieder zu verkaufen. Alles, was da drin ist, loszuwerden und in die Welt zu reisen mit Baby. Wir haben zwar noch 5 Monate Zeit, bis es wirklich losgeht, aber es gibt eben Sachen, die kann man eher im Sommer verkaufen. Sowas wie ein Fahrrad oder irgendwelche Sachen, die man eben im Winter weniger brauchen kann. Außerdem wollten wir schon immer mal im Mauerpark was verkaufen und es ist doch die perfekte Gelegenheit, jetzt mal so richtig alles in Kisten zu packen und einmal richtig ordentlich Flohmarkt zu machen. Wer bekommst du jetzt? Es geht los, wir fahren zum Baumarkt. Kommst du mit? Wir warten nur auf dich. Komm. Wir müssen noch Kisten kaufen, Pipsi. Beim letzten Mal haben unsere ganzen Kisten die Biege gemacht und das ist super nervig, die dann rumzuschleppen. Findest du den auch nicht gut? Oder? Nee, ist nicht gut. Willst du auch die teuren nehmen? Bist du wie der Papa, ne? Immer das teuerste brauchen wir. Im Baumarkt muss man immer einen Stift hinterm Ohr haben, aber da ich keinen Stift habe, muss ich die Käsestangen von Pipsi. Wir haben jetzt 12 Kisten. Das muss reichen, Freudi. Also für den Flohmarkt reicht es bestimmt, weil mehr kriegen wir eh nicht ins Auto. Aber mehr wollen wir eigentlich auch nicht einlagern, ne? Unser nächstes Auto wird ein Bus. Der Kofferraum zu klein, oder wie? Alles tutti. Easy. So, haben wir alles. Dann, let's go, wir wollen packen. Ich habe noch die Käsestangen von Pipsi im Ohr. Lass uns packen gehen. Sollen wir schon mal oben warten und Abendbrot machen zum Mittag, bis du hier dann irgendwann ankommst? Schon wieder ein Päuschen. Hast du dich vielleicht ein bisschen übernommen, frage ich mich. Ach Quatsch. Wir waren jetzt im Baumarkt und jetzt machen wir uns ans Einpacken. Zum Beispiel diese Kissen. Zack, zack. Und ich habe hier noch mehr gefunden. Holzuntersetzer. Patrick de Marchelier. David LaChapelle. Oh. Was definitiv nicht verkauft wird, ist das Makramee. Von deiner Schwester gemacht. Egal wo wir hinziehen, muss das mit. Oh oh. Jetzt das Didl-Zeugs. Die gute Kindersammlung. Aber noch geiles. Wir haben uns heute vertragen. Und sie setzt es auf das drin? Aufs Spiel. Das ist dein Tagebuch. Ich weiß nicht, ich habe mit jemandem geschrieben. Oh mein Gott. Das kauft kein Mensch heute, so ein Beutel. Du gehst doch nicht zu einem Markt hin und sagst, hier, so eine Tüte, die muss ich haben. Papiertüte. Nein, für wie viel willst du die verkaufen? Wir packen um die Tüte 50 Euro. Und dann gucken wir, dass wir die verkauft kriegen. Der sie gekauft, der hat Glück. Und da kommen jetzt 50 Euro rein. Hier, 50 Euro. Zack. Ich will das Gesicht sehen. So, sieht man nicht. Lieber machen wir die Leute richtig glücklich. Scheiß auf das Geld. Den Scheiß können wir irgendwann wieder kaufen. Wir verwandeln das in Erlebnisse. Ist doch geil. So, 2 Schubladen sind schon leer. Jetzt haben wir angefangen, alles einzupacken. Jetzt schreiben uns alle Leute, wir wollen das, wir wollen das, wir wollen das. Am Ende gehen wir mit leeren Händen zum Flohmarkt. Das gibt's nicht. Wir gehen dahin. Wir können uns alle besuchen kommen. Hier, was hältst du das? Sag mir nicht, du willst es behalten, ey. Die Tassen kommen nicht weg. Die haben wir auf der Reise geshoppt. Die kommen aus Vietnam und die bleiben hier. Da diskutiere ich gar nicht. Was mit deinem Kohlrabi? Verkaufen die noch mal? Die können weg. Du wirst mich doch verarschen. Wie oft haben wir die benutzt? Das sind meine Teetassen, die ich immer benutze, wenn ich Tee trinke. Und die sind extra riesengroß und die kommen nicht weg. Und jetzt wird's wild, denn jetzt geht's an die Schränke. Meine ganzen Anzüge. Alles gutes Zeug.
weiter. Wir haben nämlich Kaffee in Dosen. Jetzt sind sie wieder im Mond. Ach nee, Schlafzimmer bei den Rachos. Und alles muss raus hier. Raus, raus, ausverkauft. Hier ein paar Erinnerungen. Bali. Darf ich vorstellen? Davon hatte ich einen Rock. Passt mir nicht mehr. Passt dir eh nicht mehr. Kann weg. Oh. Aber ein behalten. Der ist so schön. Der hat so in Marrakesch an mit den Jungs und dann sahst du so hübsch aus. Oh. Das tut richtig weh, aber das ist mir viel zu klein, ne? Von Diesel. Das sahst du so schön aus. Das will ich auch sehr schön. Oh, hier, ein ganz edles Stück. Crazy. Unikat. Mit einem Bild von mir, von Elena Camperi. Was ist denn jetzt los, Schnuckel? Das ist mir jetzt zu früh. Das würde ich jetzt schon an, das würden wir jetzt bald rausziehen. Das ist mir zu zeitig. Ich hoffe, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Natürlich haben wir die richtige Entscheidung. Passt wie angegossen. Immer die Diskussion hier. Ich sag behalten, du sagst weg. Immer dasselbe mit dir. Alles muss weg, alles muss weg. Ich wohne hier noch 4 Monate. Ich soll ohne nichts leben. Ende aus. Ich habe noch echt viel Technikzeug, was ich das ganze Jahr nicht benutzt habe, aber was richtig gutes Zeug ist. Hier. Bose Kopfhörer, die sind richtig gut. Welche? Hey, steht da nicht gerade Beats by Dr. Dre? Ach so, Beats by Dr. Dre. Naja. Und da oben noch eine Tonne an Styling? Ja, das brauche ich noch, weil ich mache ja noch, ich arbeite ja noch an meiner Masterclass. Das stimmt. Wir sind immer noch nicht fertig, wir haben zu viel Zeit gebraucht. Was machen wir? Ja. Alles muss weg. Ja. Alles. Genau. Ja. Wir brauchen nichts mehr, ne? Nur unseren Koffer. Ja. Und dich. Ja. Ja, genau. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie wir das alles ins Auto kriegen sollen. Jedenfalls sind wir eine riesengroße Abteilung unseres Lebens los und irgendwie fehlt uns trotzdem zum Leben nichts. Das heißt, einmal im Jahr richtig Flohmarkt machen, ist wahrscheinlich gar nicht so dumm. Jetzt die Fragen der Fragen. Was glaubst du, wie viel Geld wir machen werden auf dem Flohmarkt? 2250. Ich sage 1637. Was kriegt derjenige? Eine Stunde Massage bei einer guten Time. Auf was freust du dich am meisten? Auf den Gewinner des Flohmarkts. Ja, die 50 Euro findet, die wir versteckt haben. Ja, da bin ich echt gespannt, ob den Scheiß jemand kauft. Die Musikbox mit mir mitnehmen. Die Musikbox. Ein sehr guter Punkt. Es werden ja nur 31 Grad. Ups, ups, ups. Also vom Gefühl her ist es mir jetzt zu früh, dass ich jetzt mich schon fühle, wir gehen. Ja, also, da fühle ich mich auch gerade noch nicht. Aber das also ich habe so eine Aufbruchsstimmung, ja, ne? Aber das finde ich, das geht gar nicht gerade. Ja, aber man weil muss... Es ist nicht so, dass wir irgendwie nächste Woche losziehen. Nein, wir haben noch 4 Monate und ich fühle mich jetzt schon wie, oh Gott, ja, wir müssen alles, das ist so viel noch und ja, wir müssen jetzt los und ja. Also ich finde es ein bisschen anstrengend. Ich finde es nicht schlimm. Wir werden wieder runterkommen. Wir werden das jetzt genießen, wir werden Freunde treffen, bla bla, und können ganz gemütlich die Sachen loswerden, anstatt dass wir am Ende hetzen müssen. So, packen wir es. Auf geht's. So. Ah. Ich glaube, der Sack war zu schwer. Oh mein Gott. Okay, ich ziehe ihn hinterher. Wir haben jetzt schon 4 Kisten drin und ich glaube, wir kriegen mehr rein, als wir gedacht haben. Auch sehr wichtig, man braucht immer Unterstützung von kräftigen Handwerkern. Mega Tipp so. Ey, klau mir nicht mein Styling, das ist für um den Hals oder so. Machen wir um den Hals? Guck mal. Hallöchen. Du wolltest doch ein Festival-Outfit, here we go. Sieht mega geil aus. Ich finde das nice. Also ich sag dir eins, du wirst ständig drauf angesprochen. Der Hund hat Angst vor Hühnern. Nimm die Federn runter, Mensch. Aber nicht zu viel, nicht, dass du wegfliegst. Der, du musst mal jetzt der Haus auf Hülle ziehen. Danke, bis dann.
Ciao. Der ist der Erste, der dich gesehen hat. Und zack, wirst du auf eine Party eingeladen. Was ist hier los? Dieses Huhn wird hier noch einige Leute aufmischen, sag ich mal. Fertig und es passt ernsthaft alles komplett rein. Wir haben ein Riesenauto. Guten Morgen. Es wird echt eng hier drin. Das Auto ist komplett voll. Und jetzt geht's los zum Auto. Nubi, ich finde, du machst es hervorragend. Es ist ein reizendes Chaos. Ich habe gerade alles ausgeräumt. Es ist so viel. Wir werden hier schon mal so halb überfallen. Lien ist da. Ich habe richtig verkauft, Gordi. Weiß nicht, alles Mögliche. Wir kamen noch nicht mal dazu, das Gepäck auszupacken. Ist alles noch verpackt da hinten. Trotzdem ist schon richtig was weg. Wir sind 52 Grad im Schatten hier. Nee, geht nicht. 5 Euro. Sätze von 4. Ist 1 Euro weniger. Ey, blitzgescheit, wie du bist. Ja. Matek, Matek, ich kann nicht aus. Na gut. Das letzte Beauty-Buch ist von dannen gegangen. Mein Bruder ist da. Du kannst für uns jetzt gleich richtig verkaufen. Richtig Asche machen. Ich gehe schwimmen. Komm, wir gehen essen. Schwimmen gehe ich. Komm, wir gehen Essen holen. Wo gehst du schwimmen? Am See natürlich. Wo sonst? Das musst du kaufen. Ich jetzt? Ja, das wird dein Leben verändern. Oh mein Gott, wie lange habt ihr das schon aufbewahrt? Das ist voll wie die Lidl sagen. Lieber nicht, danke. Ich habe mich sehr gut. Nein, ich kann es nicht gebrauchen. Wirklich? Bitte. Nein. Also ich würde sagen, du kannst es gebrauchen. Glaubst du? Ja, ich bin mir sehr sicher. Ich bin mir sehr sicher. Weißt du, was sie nicht weiß? Dass da 50 Euro drin versteckt sind. I take it. Ich wollte es nicht für 4 Euro haben. Die Edelsachen für 3 Euro, egal was du da bist, für 3 Euro. Bist du dir sicher? Das riecht, also ich würde es nehmen an deiner Stelle. Nee, leider nicht. Ich bin wirklich Lust. Sie möchte es nicht. Sie möchte es nicht. Also ich habe es versucht, weil es ist echt ein gutes Eigen. Also 3 Euro dafür ist verdammt. Die werden dir noch los, definitiv. Das ist der und derjenige, der die bekommt, wird sich unfassbar freuen. Ja. Das definitiv. Und zwar hier noch am Stand. Ja, mega. Ich glaube da ganz fest dran. Tilly, möchtest du für 3 Euro die ganzen Didel-Sachen? Nö. Du müsstest sie von deinem Taschengeld kaufen. Sie würden dein Leben verändern. Würde dir sehr viel Freude bringen. Ja oder nein? Ja? Sie würde von ihrem Taschengeld 3 Euro bezahlen. 3 Euro finde ich eine Abzocke, ja? Nein, jetzt chill mal. Willst du kaufen? Ja? Du musst uns nur die 3 Euro bringen, dann kriegst du das. 2 Euro? Okay, ich würde sie für 2 Euro verkaufen. Nein, 2 Euro. Du hast 2 Euro gesagt. Ja? Willst du die wirklich haben, Tilly? Oder? Willst du uns da jetzt noch reingrätschen? Ja, auf jeden Fall. Du willst sie davon abzocken. Abbringen? Das ist von Stand hier. Kinder abzocken. 2 Euro, bitte. Hast du 2 Euro? Hast du 2 Euro? Das wird von deinem Taschengeld abgezogen, ne? Die 2 Euro. Okay, hast du verstanden. 2 Euro gibst du uns. Hier hast du die Didel-Sachen. Und jetzt guck mal rein. Guck mal in die Tüte rein. Du hast die ganze Tüte, du hast alles gekauft, ne, was da drin ist. Sie hat die Didel-Sachen gekauft und zwar für 2 Euro. Läuft bei dir. Was sagst du denn jetzt? Das war ein richtig gutes Investment. Wie geil ist das denn? Jetzt kannst du dir noch mehr Didel-Sachen kaufen. Cody, sie hat die 50 Euro abgestaubt. Wie krass ist das denn? Tja, und sie hat die von ihrem Taschengeld, überleg mal. Eigentlich hat sie sich von uns abzocken lassen, ne? Boah, das sieht so ein bisschen so aus, als hätten wir das gestaged. Aber ich habe 200 Leute vorher gefragt, ob sie das Didel-Zeug haben wollen. Und selbst für 1 Euro wollte es keiner haben. Oft hier, das wird dein Leben verändern. Dann hast du ja noch mehr verpimmelt. Du hast gesagt, dass das Didel-Zeug richtig viel wert ist. Kein Mensch wollte es haben. Wo du hast es aber wert. Auch nicht nach vorne gelegt, dass man es gleich findet. Doch, ich habe es den Leuten vor die Nase gehalten nein, und versucht erst zu verkaufen. Nein, letzten 3 Stunden. Es lag noch hinten drin. Wir haben schon richtig ordentlich verkauft, aber es ist ein Fass ohne Boden. Das ist immer so. Mirko! Mirko! Kaffee kriegen Zeit.
Also ich nehme Urlaub jetzt. Das wird mir zu bunt. Das ist einfach krass, da kam gerade ein Junge, der hat für seine Klassenfahrt Geld gesammelt und Colas verkauft und haben wir natürlich die Cola gekauft. Für die Klassenfahrt, das ist schon... Aber er tut was. Er will unbedingt was, macht er was. Das finde ich richtig toll. Finde ich toll. Prost. Wir tun auch was für unsere Weltreise. Deswegen stehen wir hier bei 33 Grad. Auf, Leute! Wir wollen auf Weltreise! Was sagst du, wie viel wir gemacht haben? Naja, mehr als das, was ich gesagt habe, deswegen habe ich gewonnen. Du glaubst, wir haben mehr als 2000? Ja. Ja. Ich habe gerade eine rote Melone für 10 Euro verkauft. Au. Au. Es wird alles in Erinnerung verwandelt. Zum Beispiel, der Hut könnte vielleicht genug sein für eine Person kleine Bootsfahrt oder sowas. Oder? Das ist auf jeden Fall geschafft, Leute. Ich hole jetzt erstmal das Auto. Und dann werden wir wieder ein paar Sachen einpacken, weil ein paar Bücher wollten wir eben nicht verramschen. Unsere Anzüge wollten wir nicht komplett verramschen. Die werden wir dann auch online verkaufen, schauen, ob wir da noch ein bisschen was rauskriegen. Aber grundsätzlich müssen wir sagen, dass der Flohmarkt richtig gut funktioniert hat. Ich bin sehr gespannt, was am Ende an Gewinn bei rauskommt. Ab die Post, wir holen unser Kind. Ah. Oh mein Gott, oh mein Gott, meine Füße. So, jetzt wird mal Geld gezählt. Oder bei den Fischen. Ja. 5, 6, 7, 1675. Und ich sag dir mal eins. Ich habe 1600 eben paar Geld gesagt. 1690 hast du gesagt. Bin ich dicht dran? Wir haben gehofft, dass wir mehr gemacht haben. Haben wir aber nicht. Aber es reicht für eine Reise, würde ich sagen. Und das ist doch vollkommen in Ordnung. Boah, wir sind jetzt zu Hause angekommen, ey. Das war so anstrengend. Und Fazit ist auf alle Fälle, wir werden das nicht nochmal machen. Zumindest nicht so. Vielleicht einfach mal beim nächsten Mal die Kisten da vorstellen oder eBay Kleinanzeigen, nimm alles für 10 Euro. Vielleicht ein bisschen mehr. Hey, wir haben immerhin 1600 Paar Zerquetsche gemacht. Das ist nicht schlecht. Ich habe das heißt aber, ich bekomme jetzt eine Massage. Ja, aber wenn wir die Sachen dazu zählen, die danach noch kommen, was wir noch so verkaufen. Das war nicht auf dem Flohmarkt.